unbeschreiblich. Es ist so ein schönes Gefühl, nach so langen Jahren, nach 14 Jahren harter Arbeit, endlich am Ziel angekommen zu sein. Es ist unbeschreiblich schön. Noch ein bisschen unbegreiflich, muss ich gestehen. Wir können es, glaube ich, immer noch nicht so richtig glauben, oder? Auf gar keinen Fall. Ja. Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen, das ist krass. Ja, das ist natürlich mega cool. Also unser Medal Race wurde ja verschoben wegen dem wenigen Wind und jetzt haben alle quasi am gleichen Tag, bis auf die 70er, hatten wir heute quasi alle unser Medal Race und das war natürlich schon mega cool. Ja. Also für Deutschland ist es heute ein historischer Tag mit 3 Medaillen an einem Tag. Es ist Wahnsinn. Unbeschreiblich. So langsam sickert es durch, was hier passiert ist und dass wir in dem großen Team jetzt hier irgendwie auch mit 3 Medaillen vom Segeln nach Hause kommen werden, aber so ganz realisiert auf keinen Fall. Ist noch weit davon entfernt. Es war eine riesen Erleichterung, obwohl wir nicht sofort wussten, wie jetzt das Gesamtergebnis ist oder es auch nicht so richtig glauben konnten und wollten, bis wir dann tatsächlich das Ergebnis schwarz auf weiß gesehen haben. Richtig gut. Richtig gut. Wir sind natürlich ein bisschen zwiegespalten, weil wir einen starken Trainingspartner hatten die letzten Jahre, den wir quasi heute die Medaille weggeschnappt haben. Und das Ziel war eigentlich, gemeinsam auf dem Podium zu stehen. Das waren die Spanier. Aber wir freuen uns natürlich für uns und auch für das deutsche Segelteam super, super doll. Ja, auf jeden Fall. In Rio haben wir Medal Race im Prinzip Silber verloren, haben Bronze noch dann gehalten. Jetzt sind wir von einem 4. Platz, vom Holz, wenn du so willst, auf Bronze vorgefahren. Das fühlt sich, obwohl das Ergebnis ja dasselbe ist von außen, fühlt sich das Thema so gut an tatsächlich. Ja, wir haben die Bronzemedaille erkämpft in einem harten Rennen. Die Bedingungen waren echt extrem. Also Hitze, dann richtig doller Wind und wir sind froh, dass wir das Rennen so gut runtergebracht haben und sind sehr stolz auf unsere Bronzemedaille.